Principles to support usability, according to Alan Dix. Was sind die Prinzipien, die die Benutzbarkeit von Systemen unterstützen? Das ist der Gegenstand von diesem Blog. Wir werden uns anschauen, was dazu beiträgt zu jedem einzelnen der Prinzipien. Wir werden die Prinzipien genauer anschauen und Sie sollen in der Lage sein, die Prinzipien zu kennen, diese auch an Beispielen zu erklären und gegeben eine Benutzungsschnittstelle zu erklären, wo diese Prinzipien angewendet sind und potenziell eine Verbesserung vorschlagen auf Basis dieser Prinzipien. Die drei Prinzipien sind Erlernbarkeit, Flexibilität und Robustheit. Das erste Prinzip, Erlernbarkeit. Erlernbarkeit beschreibt, wie einfach es ist, für einen neuen Benutzer, eine neue Benutzerin, das System interaktiv zu nutzen und effektiv interaktiv zu nutzen, um die bestmögliche Performance, die bestmögliche Leistung aus dem System zu bekommen. Und da gehören verschiedene Dinge dazu. Wie voraussagbar ist ein System? Kann ich synthetisieren? Kann ich also darüber nachdenken, was ich erwarte? Wie bekannt kommt mir das Ganze vor? Kann ich von anderem Wissen, was ich habe, generalisieren? Und ist das Ganze konsistent? Die hängen natürlich alle miteinander zusammen und wir werden jetzt ins Detail schauen. Zuerst, ja, wie bekannt ist mir das Ganze und wie gut kann ich Voraussagen machen? Also die erste Sache ist, ich schaue mir was an und bevor ich es überhaupt benutze, bin ich in der Lage, eine Aussage drüber zu machen, was passieren wird, wenn ich einen Knopf drücke, was passieren wird, wenn ich einen Schiebeschalter verschiebe. Und das hängt sehr stark auch mit zusammen, wie sichtbar die Operationen sind, die ich im Interface ausführe. Das hängt ganz eng zusammen mit dem Begriff, ja, Familiarity. Wie bekannt kommt mir das Ganze vor? Wir hatten ja bei den Begriffen auch schon Affordance, den Angebotscharakter. Also ich schaue mir was an und es ist ganz klar, was ich tun muss. Also ich kann es erraten, Guessability hier. Und das heißt, ich baue auf Wissen auf, was ich schon habe. Das heißt, ich baue ein Interface, wo das Lernen einfach ist, weil ich auf Wissen aufbauen kann, was der Benutzer schon hat. Und ein Beispiel ist hier, wenn ich jetzt so eine Zeile, wie wir die hier sehen, habe, dann kann ich mir vorstellen, wenn ich schon mal zum Beispiel einen Mac benutzt habe, was passieren wird, wenn ich das auf Windows tue oder umgedreht. Das heißt, ich kann eigentlich erraten, was passieren wird, wenn ich auf die Icons klicke. Und das macht mich dann sicherer, dass ich das tue, wenn ich die Voraussage treffen kann. Das trifft nicht nur auf grafische Benutzungsschnittstellen zu, sondern das trifft auch auf ältere Systeme, auf Kommandozeilen zu. Wenn ich mal eine Kommandozeile auf einem System verwendet habe und ich kenne die Befehle und ich lerne nur die neuen Befehle, weiß ich trotzdem, was ich erwarte. Selbst wenn ich sozusagen andere Befehle, ich habe ein Gefühl dafür, ich habe eine Erwartungshaltung, wie das System sich mir präsentiert und damit kann ich eben schneller das erlernen. Ein weiteres Beispiel, was hier auf der Folie ist, ist zum Beispiel, dass Sachen ausgegraut sind. Wenn ich einmal verstanden habe, dass das Ausgegraute meint, ich kann es in dem Kontext nicht verwenden, dann kann ich das auf die anderen Sachen übertragen und kann dann wieder Voraussagen machen, wie das System reagiert oder in dem Fall, wie das System eben nicht reagiert, wenn ich da drauf klicke. Wie kann ich voraussagen, was das System tut? Predictability. Wie verstehe ich, was das System für einen Zustand hat, wo ich mich gerade befinde? Das ist die Synthetisierbarkeit. Das heißt, ich betrachte das und ich kann verstehen, was in dem System abgelaufen ist, was meine Operationen bewirkt haben. Und das hängt sehr stark mit dem Feedback zusammen. Also was zeigt mir das System an? Wie wir jetzt hier sehen, wenn ich zum Beispiel ein Dokument auswähle, wird es markiert. Wenn ich es bewege, sehen wir hier, das wird dann so hart durchlässig, wenn ich es über einen Ordner mache. Das heißt, ich kann durch Betrachten und Feedback bin ich in der Lage zu verstehen, welchen Zustand das System hat.
Jetzt kommen wir zum weiteren Prinzip, aber ich fange mit dem kurzen Video an. Please. Computer? Computer? Ah. Hello, computer. Und hier geht es um Generalisierbarkeit. Just use the keyboard. Und das ist eben so, Generalisierbarkeit hängt natürlich mit dem zusammen, was wir kennen. Wenn wir Systeme kennen, mit denen wir reden, wie es eben in dem Filmausschnitt der Fall war, dann ist unsere Annahme, dass wir mit denen reden und wir generalisieren, ich muss das Mikrofon in die Hand nehmen. Das heißt, generalisieren ist, wir haben Wissen und wir weiten das auf ein neues System auf, was in dem Fall ja so auf lustige Art schief ging. Und Generalisierbarkeit ist was ganz Wichtiges, weil wir damit nicht jede einzelne Sache lernen müssen, nicht lernen müssen, wie jeder Knopf funktioniert. Wenn wir wissen, wie ein Knopf funktioniert, wissen wir, wie alle Knöpfe funktionieren. Das heißt, es beschleunigt das Lernen, weil wir eben eine Instanz lernen und können es dann eben für alle anderen Instanzen, die in einem ähnlichen Kontext genutzt werden, in einer ähnlichen Art anwenden. Ein weiterer Teil ist Konsistenz. Wie ist ein Interface konsistent? Sind die Interaktionen, die ich erwarte, konsistent? Und ich habe jetzt hier ein Beispiel, so alles löschen. Und da ist eben die Frage, ja, Konsistenz können wir einmal auf der Ebene sagen, ist ja und nein an der gleichen Stelle. Und jetzt können wir sagen, ja, wenn ich was mache, wie zum Beispiel alles löschen, dann stelle ich mich gegen die Konsistenz, dass eben das, was Leute erlernt haben, das sich durchklicken, nicht mehr funktioniert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ja und nein ist vertauscht, das würde dazu führen, dass wenn jemand es nicht liest, dass er dann eben nichts kaputt macht. Das heißt, Konsistenz ist was Wichtiges, aber wir können gleichzeitig auch, wenn wir dagegen arbeiten wollen, wenn wir sagen wollen, dass automatisiert erlernte Dinge nicht automatisiert ausgeführt werden, dann können wir sozusagen die Konsistenz verletzen und damit eine gewisse Sicherheit mit einbauen. Jetzt habe ich noch ein weiteres Beispiel zu Voraussagbarkeit und Konsistenz. Was wir jetzt hier sehen, Dokumente, in dem Fall Bilder, werden von einem Ordner in den anderen verschoben. Wenn es auf unterschiedlichen physikalischen Platten ist, wird es kopiert. Ja, wenn es auf der gleichen Platte ist, wird es verschoben, was wir hier gesehen haben. Also oben ist es kopiert, unten verschoben. Das ist nicht konsistent, aber durch die visuelle Darstellung, wo sagt verschieben, kopieren, kann ich es wieder voraussagbar für den Benutzer machen, weil eben durch das Feedback wird es klar. Hier ist eben interessant die Konsistenz. Die hängt mit dem System, was darunter liegt, mit der Technologie darunter. Das heißt, auf der gleichen Platte verschieben. So, wenn man zurückgeht, da wird einfach nur ein Knoten im Filesystem umgehängt. Auf eine neue Platte muss ich sowieso kopieren, also lasse ich das alte da. Das ist interessant. Da haben wir eine Inkonsistenz, die eigentlich aus der Technologie kommt, die sich aber ja fortgeschrieben hat in aktuelle Systeme, weil Leute sich auch daran gewöhnt haben und weil man durchaus ein Argument machen kann, dass das in vielen Fällen Sinn macht. Zum zweiten Prinzip, Flexibilität. Flexibilität sagt aus, dass es verschiedene Wege gibt, um ein Ziel zu erreichen. Verschiedene Wege des Austausches zwischen Mensch und System, unterschiedliche Wege, wie der Mensch und das System Informationen austauschen können. Das erste, was wir da ansprechen, ist, wer übernimmt die Initiative? Und da haben wir Dialog Initiative, also macht der Benutzer was, also in dem Fall sehen wir hier, der Benutzer öffnet ein Kontextmenü, das heißt, die Interaktion geht vom Benutzer aus, die Initiative geht vom Benutzer aus. Das andere ist, das System tut irgendwas, kommt an einen Punkt, wo es Eingaben vom Benutzer braucht und macht einen Dialog auf. Das sind zwei Sachen, also einmal vom User ausgehend und einmal vom System ausgehend. Dann haben wir Multithreading. Das ist was, was uns heute eigentlich auf Desktop-Systemen, auf Laptops ist ganz normal. Auf mobilen Geräten ist es erst in den letzten paar Jahren wiedergekommen
Und was wir da haben, ist, wir möchten gleichzeitig Dinge tun können. Und hier unterscheiden wir zwischen Sachen, die wirklich simultan ablaufen. In dem Fall Concurrent Multimodality. Das heißt, ich kann gleichzeitig verschiedene Sachen tun. Oder Interleaving Multimodality. Das heißt, ich mache Sachen nebeneinander, aber eigentlich mache ich Sachen immer nur nacheinander. Das heißt, ich kann die interleaven, also das heißt, ich mache die eine Aufgabe, mache dann die andere, mache die eine. Zum Beispiel, ich bin auf einer Webseite, ich kopiere einen Satz, ich füge den in mein Dokument ein, das heißt, dann bin ich wieder im Dokument, dann gehe ich wieder zurück auf die Webseite, scroll ein Stück weiter, kopiere einen weiteren Satz, füge den wieder ein. Das ist eine interleaving Multimodality. Gleichzeitig wäre, wenn ich mit beiden Sachen gleichzeitig arbeiten kann. Und selbst aktuelle Systeme sind sehr stark auf dem Modell der Interleaving Multimodality, wo die Sachen miteinander verschränkt sind. Oder wir haben einen Fokus auf ein Fenster, wir haben das nicht auf mehrere Fenster. Wo wir so Concurrent Multimodality sehen, ist, was hier im Bild auch gezeigt ist, ist ein Fall, wo wir Informationen darstellen, während der Benutzer was anderes macht. Und modale Dialoge sind zum Beispiel sowas, wo wir das einschränken. Das heißt, zum Beispiel unter Windows gibt es Sachen, die systemkritisch sind, zum Beispiel wenn die Batterie runtergeht, dass dann ein Dialog kommt und ich muss irgendwas tun. Man versucht bei aktuellem Systemdesign solche Sachen zu vermeiden. Das heißt, dass man dem Benutzer die Freiheit lässt, wie er zwischen den einzelnen Arbeitsthreads hin und her wechselt, dass wir ihm da keine Vorgaben machen. Task Migrability, das heißt, dass wir Aufgaben zwischen Benutzer und System hin und her geben können. Wir haben zum Beispiel den Fall, die Rechtschreibkontrolle läuft im Hintergrund oder ich kann sie vom Benutzer aus initiieren, das wäre Dialog Initiative. Jetzt ist es aber auch so, wenn ich an dem Punkt bin, dass das System mir was gezeigt hat, es wird zum Beispiel was unterstrichen, dann kann ich durch einen Rechtsklick Initiative übernehmen und dort schauen, möchte ich das Wort haben, möchte ich in dem Fall das Wort ignorieren oder möchte ich es mit in mein Dictionary mit aufnehmen. Ein weiteres Prinzip ist die Ersetzbarkeit von Interaktionen. Und wenn wir das obere Beispiel betrachten, ist es so, ich kann sowohl die Schieber betätigen, ich kann den Text eingeben oder ich kann auf den runden Pfeil klicken, wo ich dann Sachen zurücksetze. Das heißt, ich habe drei Möglichkeiten, um bestimmte Sachen einzugeben. Auch bei der Rotation, ich kann an dem Drehrad drehen oder kann den Winkel eingeben. Und das heißt, ich habe eine Flexibilität, die Eingaben sind gleich. Und was dann aber wichtig ist, die sind auch miteinander verknüpft. Wenn ich den Slider, also den Schieberegler ziehe, dann verändert sich auch die Zahl. Wenn ich eine Zahl eingebe, dann verändert sich auch, wo der Schieberegler ist. Und das heißt, wir sind in der Lage, das Gleiche mit verschiedenen Sachen zu tun. Und nochmal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel Werte in der Tabelle, die sind aber gleichzeitig auch in der Grafik. Und jetzt kann ich entweder den Wert verändern, dann verändert sich die Grafik. Oder ich kann in der Grafik was rauf oder runter ziehen, dann verändert sich der Wert. Das ist auch ein Thema, was mit Linking und Brushing zusammenhängt. Das kommt dann bei Themen der Informationsvisualisierung. Und der letzte Teil, den wir hier anschauen, ist, dass Leute sich Systeme anpassen können und dass sich Systeme auf Personen anpassen. Und wir haben hier zwei Begriffe im Englischen, Adaptability, die Anpassbarkeit, und Adaptivity, die Adaptivität. Und was wir jetzt hier als Beispiel sehen, ist, wo Leute sich ein System anpassen. Das heißt, ich kann bestimmte Stellen im System ändern. Das heißt, ich kann mehr Icons haben, ich kann weniger Icons haben, ich kann die so anordnen, wie ich die haben will. Ich kann die Mausgeschwindigkeit ändern, ich kann meine Kommandos verändern, die ich im System habe. Ich kann die Darstellung verändern. Das heißt, ich kann das System für mich anpassen. Der zweite Teil ist, wo sich das System auf mich anpasst. Das zum Beispiel in Word so ist, dass die letzten Dokumente einfach sichtbar sind. Das heißt, das ist abhängig, was ich in den letzten Tagen gearbeitet habe, in den letzten Stunden gearbeitet habe, ist diese Liste adaptiv. Das heißt, die verändert sich. Aber auch selbst in Kommandozeilen finden wir das.
Da ist zum Beispiel die History, also wenn ich einen Befehl eingebe, dann wird er ja gespeichert und ich kann dann mit dem Pfeil nach oben die letzten Befehle abrufen. Auch das ist Adaptivität. Da adaptiert sich der Speicher auf meine Interaktion. Das letzte der Prinzipien, was wir sehen, ist Robustheit. Robustheit ist, wie robust ist ein System? Und was heißt es? Sind wir in der Lage, das Verhalten der Benutzer zu unterstützen, dass diese erfolgreich zu ihrem Ziel kommen? Und da kommen vier Punkte dazu. Können wir sehen, was das System tut? Wenn irgendwas schief geht, kommen wir wieder auf einen Punkt zurück, von dem wir weitermachen können? Dann, wie gut werden die Aufgaben unterstützt? Und ja, wie gut reagiert das System auf mich? Der erste Punkt, kann ich sehen, kann ich den Zustand des Systems sehen? Jetzt hier so eine Zeile, eine Statuszeile von einem älteren Windows. Und hier sehen wir eben, wir sehen, welche Programme offen sind. Wir sehen, dass eine LAN-Verbindung nicht funktioniert. Wir sehen, dass WLAN funktioniert. Wir haben einen Indikator, dass Bluetooth an ist. Wir haben einen Batteriestatus. Das heißt, allein durch einen Blick da drauf sehen wir, was im System für einen Zustand existiert. Natürlich nur die Sachen, die auch angezeigt werden. Recoverability, also das Beheben von Fehlern, das Korrigieren von Fehlern, die wir feststellen. Und ich habe jetzt hier mittendrin Control-Z, was eben sehr wichtig ist. Das heißt, wir sind in der Lage, was rückgängig zu machen, was wir nicht tun wollten. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentliches Prinzip in robusten Interfaces, die es auch einfacher macht, für Menschen mit Systemen zu interagieren. Solange wir es rückgängig machen können, sind wir eher bereit, mal was auszuprobieren. Und ja, wir sehen das hier mit Tastenkombinationen, wir sehen das häufig auch in Dialogen, wo wir sagen, ja, nein, aber ich kann auch abbrechen. Das heißt, wenn ich eben dann das doch nicht tun will, wenn ich das eine noch das andere tun will, oder eben so das Redo, Undo, also das Wiederholen von Sachen, die wir gemacht haben, oder rückgängig machen. Dann kommt der Bereich, wie gut unterstützt das System die Aufgabe, die ich machen möchte? Wenn ich jetzt hier den Druckdialog habe, dann kann ich sofort sehen, ah, ich kann drucken, ich kann jetzt alle Folien drucken, aber da steht ein Feld drunter, das heißt, ich kann auch einen Teil davon drucken, ich kann die ganzseitig drucken und dann kann ich mir vorstellen, naja, wenn ich sie mehr auf einer drucken möchte, dann gehe ich mal in das Menü rein. Das heißt, wie gut wird meine Aufgabe aus dem Ausschnitt, wenn ich jetzt überlege, boah, wie kann ich ausdrucken, farbig oder schwarz-weiß, würde ich nicht sehen. Das echte Menü ist natürlich länger, da ist es drauf. Aber das heißt, wie gut ist mein Interface, meine Benutzungsschnittstelle auf das angepasst, was der Nutzer tun möchte und wie gut unterstützt es den Benutzer in dem, was er tut, sind alle Aufgaben, die der Benutzer macht, darin enthalten. Responsiveness, also wie gut reagiert das System, wie schnell reagiert das System, hatten wir am Anfang schon in einer der ersten Vorlesungen besprochen, dass wir eigentlich eine Reaktionszeit von in der Größenordnung 100 Millisekunden erwarten. Das heißt, wie schnell reagiert das System, habe ich das Gefühl, dass wenn ich was tue, das System reagiert. Und da ist auch, wenn man über die letzten 20 Jahre schaut, ganz viel von der Responsiveness ist natürlich schneller geworden. Aber wir haben auch inzwischen sehr häufig, dass wir Indikatoren haben für Sachen, die etwas länger dauern, die uns aber nicht behindern. So zum Beispiel, wenn ich jetzt ein sehr, sehr großes Dokument mit verschiedenen Filmen drin speichere, dann kann das schon mal 5, 6, 7 Sekunden dauern. Aber es hält mich nicht ab vom Weiterarbeiten. Gleichzeitig sehe ich einen Progress Bar, also einen Fortschrittsbalken, mit dem ich sehen kann, ah, da passiert was im Hintergrund. Und es ist wichtig, dass wir eben damit ein Vertrauen bauen, dass wir sehen, ah, es passiert was. In dem Moment, wenn eine Sekunde oder zwei nichts passiert, wundert sich der Benutzer, was da denn überhaupt los ist. Und das kann dann ein Vertrauensproblem sein. Hier nochmal zusammenfassend die Prinzipien Erlernbarkeit, Robustheit und Flexibilität. Und ich hatte die Möglichkeit, mich mit Alan Dix
über Zoom zu unterhalten. Es gibt in einem gesonderten Video eine Konversation mit Alan. Schauen Sie die an, wenn Sie es interessiert. Ich finde es ein ganz spannendes Gespräch. Hier kommen wir jetzt noch an den Punkt, einige Fragen, mit denen Sie überprüfen können, ob Sie verstanden haben, um was es in diesem Blog ging. Hier noch die Referenz. Hier handelt es sich nur um das, was in dem Buch zu den Prinzipien drin ist. Und damit bin ich am Ende unserer Lizenz und ich bedanke mich ganz herzlich.